Zwei Ausschnitte passen ideal zu diesem neuen YouTube-Video. Eine absolute Legende, eine inspirierende Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Deswegen schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit Steffen, wieder neuen Content. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es darum, wie deine Gedanken deine Realität erschafft. Ist absolut essentiell. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst ist, aber deine Gedanken hatten einen massiven Einfluss auf das gesamte Leben. Und es spielt keine Rolle, ob positiv oder negativ. Es ist alles relativ. Und es liegt in der Macht deiner Gedanken. Mir war das früher überhaupt nicht bewusst gewesen, welchen Einfluss überhaupt das auf das Leben überhaupt hat. Allein durch die Gedanken. Und deswegen ist es so absolut essentiell, wirklich bewusst zu machen, tagtäglich, was denkt man wirklich? Was sind die dominanten Gedanken? Den dominanten Gedanken erschafft deine Realität. Und spielt keine Rolle, ob das die neue Liebe ist, die Beziehung, Manifestieren, Gesundheit, Reichtum, egal was es ist, es spielt keine Rolle. Auch deine unbewussten Gedanken erschafft deine Realität. Und das hat nichts mit Logik zu tun. Wenn du jemanden fragen würdest, liebst du dich selbst? Gehen 90%, 95% alle davon aus, ja, natürlich liebe ich mich selbst. Gar keine Frage. Es hat nichts mit Logik zu tun. Jeder geht immer vom Besten davon aus, in der Regel. Aber was widerspiegelt? Das Unbewusste tut es widerspiegeln in den Momenten, wenn es darauf ankommt. Und es erschafft auch allein durch Gedanken. Zum Beispiel. Eine Frau hat ein Date oder ein Mann. Schon ein bisschen aufgeregt, steht vorm Spiegel. Oh ja, macht sich zurecht. Ja, sitzt das Hemd richtig? Passt das so? Sieht das gut aus? Oh, komme ich bei der auch gut an? Ja, oh, ich muss einen guten Eindruck hinterlassen. Oh, bin ich auch gut genug? Und dann kommen die ganzen Gedanken hervor. Mehr oder weniger. Jeder hat das schon mal erlebt. Und das erschafft deine Realität. Und genau das wird es auch dazu erfolgen, wie es auch dann auch verlaufen würde. Ein Mensch, der in der absoluten Fülle ist und der es bedingungslos liebt und auch allen anderen, der sich von sich selbst absoluten Selbstwert an den Tag legt, da hat keine Gedanken sowas. Er spürt diese tiefe innere Fülle in sich selber. Diesen tiefen inneren Frieden, diese pure Glückseligkeit, diese Erfüllung in sich selber, da kommen keine Gedanken mehr auf. Es ist mehr in dieses Geben, unbereit zu empfangen, mehr in dieses Fließen zu kommen. Und deswegen ist es wirklich hinter zu fragen, was denkst du jeden Tag? Was sind deine dominanten Gedanken? Denn diese Energie führst du mehr und mehr in dein Leben. Also ziehst es mehr in dein Leben. Wenn du mehr deine Gedanken darauf richtest, auf deine Probleme, deine Herausforderungen im Leben, was passiert dadurch? Du ziehst mehr Probleme an. Fühlst du mehr diese Liebe, diese Dankbarkeit, diese Fülle um dich herum, was passiert? Ziehst es mehr in dein Leben. Automatisch. Positiv oder negativ. Wenn du dich immer Sorgen machst oder sorgenreiche Gedanken hast, Ängste hast, ziehst du mehr davon an, ob du es möchtest oder nicht. Und deswegen wirklich hinterher zu fragen, ob das wirklich die Gedanken, die man gerade hat, ist es förderlich, was man haben möchte im Leben oder eher kontraproduktiv. Wenn du gesund sein möchtest, dauerhaft, für den Rest deines Lebens, was denkst du denn tagtäglich? Auch wenn da irgendein gesundheitliches Problem besteht, es ist nur ein Abdruck von deinem Gehirn, was er bereits kennt. Es ist wie eine Datenbank vom Neokortex hier vorne, von den Frontallappen. Es ist wie eine Festplatte, kannst du dir vorstellen. Und da ist alles gespeichert, das Bekannte, von deinen gesamten Erfahrungen in deinem Leben. Und das Gehirn. Dein Kopf kann nicht unterscheiden, was real ist oder was nicht.
ist genau das simple Beispiel. Wenn du an eine Zitrone denkst und fühlst irgendwie, oh ja, aber jetzt reinzubeißen, oh, irgendwie tut sich irgendwas verändern. Irgendwie bildet sich mehr Speichel, oder? Interessanterweise. Und stell dir mal vor, das würde es genau direkt auf dein Leben übertragen. Und dementsprechend, wenn dir deine Gedanken nicht bewusst sind, von einem Gedanken in einen mehreren Gedankenströme, wie ein unsichtbarer Faden, der immer zu einem stärkeren sichtbaren Faden wird. Was sich stärker auch im Unterbewusstsein auch mehr und mehr verankert wird, weil sich auch dadurch nochmal die Gefühle sich entwickeln. Und das führt auch dazu, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und es hat einen direkten Einfluss auf das autonome Nervensystem und auf den Körper, auf das Unterbewusstsein. Und das ist genau das, was dir das immer wieder widerspiegelt im Leben. Das ist absolut essentiell. Ich weiß, das fordert ein bisschen Arbeit, auch Disziplin, auch daran zu denken. Aber das Outcome, was du dadurch bekommst, ist unbezahlbar vom Wert. Unbezahlbar. Es wird sich massiv lohnen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo du gerade aktuell stehst im Leben. Und gerade wenn gesundheitliche Probleme bestehen, wie ich schon gesagt habe, das Gehirn kann nicht unterscheiden, was real ist oder was nicht. Wie würde denn die Person denn denken, die schon gesund ist? Es geht nicht um das Außen, sondern das, die Person zu sein, die schon gesund ist. Das ist der Punkt. Es geht darum, dich vom Bekannten zu lösen, was du bisher kennst von deinen Gedanken, die du bisher hattest. Und wenn du noch nie die mentale Diät gemacht hast, vorher, ja, dann denkst du meistens genauso jeden Tag, Tag ein, Tag aus, jeden Tag. Ein Tag, jede Woche, Monat, Jahre, Jahrzehnte. Und dementsprechend ist es entscheidend, wirklich bewusst zu machen, was möchte man denn wirklich im Leben? Diese Gedanken, die man hat, bringt es einen weiter? Ist es förderlich oder eher nicht? Und das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob positiv oder negativ, arm oder reich, gut oder schlecht, besser oder schlechter. Gibt es nicht. Und das ist deine Aufgabe, dir es wirklich bewusst zu machen. Jeden Tag. Wenn du wirklich dran denkst, ah ja, der blöde Chef und so, die Chefin und so, ah, dieser blöd, das geht ja gar nicht. Es hat einen direkten Einfluss auf das Quantenfeld. Alles, was es, die ganze Materie erschafft, das Energiefeld erschafft die Materie. Das, was du hier siehst. Und auch deine unbewussten Gedanken. Du kannst sagen, nee, du hast keine Angst. Also du spürst diesen Schleier dahinter. Dass irgendwas wie so ein, du kennst es wahrscheinlich so, wie als etwas so verborgen liegt. Ist etwas verborgen, es ist nicht direkt da, aber es ist etwas da. Auch genau das, du kannst auch so sagen, nö, Angst ist nicht da. Aber trotzdem spürst du diese Angst in deinem Rücken. Was bringt dir denn das? Dir das wegzudrücken. Schau dir das doch mal an. Was möchte dir in dieser Angst denn sagen? Oder tu es transformieren in etwas Positives. Und das ist genau der Punkt. Deinen Geist so zu leeren, kannst du dir vorstellen, wie eine Wassertonne voll, absolut Oberkante, randvoll gefüllt von dem Bekannten, was du bisher gedacht hast, und jetzt ab sofort vollständig zu leeren. Vollständig zu leeren, bis er komplett leer ist und mit den Gedanken aufzufüllen, die du wirklich haben möchtest. Und wenn du das jeden Tag machst, wird es sich mehr und mehr in dir verankert und auch in deinem Unterbewusstsein mehr und mehr verankert sein. Deswegen schau dir jetzt noch
die Ausschnitte noch dazu an, ist es wirklich absolut essentiell, das nochmal wirklich zu verstehen. Und es ist nochmal sehr gut dargestellt. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schau dir das an. Schau es dir am besten 5, 10, 100 Mal an. Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Kick me. Kick me. What was that? An exhibition? We need emotional content. Try again. I said emotional content, not anger. Now try again with me. How did it feel to you? Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? Never take your eyes off your opponent, even when you bow. That's it. Nochmal auf ein paar Punkte nochmal drauf einzugehen. Auf Manifestieren. Es spielt keine Rolle, was du manifestieren möchtest. Wenn du dann denkst, ja, die Manifestation ist noch nicht da. Wo ist sie denn jetzt? Ja, ich sehe die noch nicht. Was macht man falsch? Was ist nicht richtig? Warum ist er nicht da? Was muss ich tun? Was muss ich schaffen? Ja, schau mal. Was entsteht? Was ist die Metaebene, die Absichtsebene dahinter? Oh, Zweifel sind da. Warum sind denn Zweifel denn da? Ja? Steckt dahinter kein Vertrauen ins Leben. Warum hat man kein Vertrauen ins Leben? Was möchte es denn dir damit sagen? Es ist immer für dich. Es geht darum, es anzuschauen. Wenn du dann denkst, oh, alle Frauen sind, es gibt keine richtigen Frauen mehr. Oder keine richtigen wahren Männer, die wirklich es ernst meinen. Woher kommt denn der Gedanke? Das ist bekannt, weil du mal die bestimmte Erfahrung gemacht hast. Aber genau das wird es dir immer wieder aufs Neue wiedergespiegelt. Immer wieder aufs Neue wiedergespiegelt, bis du es transformierst. Deswegen sage ich immer wieder, es wird kein Weg dran vorbei, als die innere Arbeit zu machen. Wenn du dran denkst, das Leben ist so, das Leben ist nicht so gut, schön, das ist nicht so, das ist anstrengend, Kampf. Oh, was bekommst du? Genau das bekommst du ins Leben. Dass das Leben schwer ist, das ist Kampf, man muss kämpfen. Und deswegen, sei dir wirklich bewusst, was du wirklich denkst. Also, es spielt keine Rolle, ob jung, alt, es geht für jede Altersgruppe, ist universell. Und gerade wenn du noch Kinder noch hast, sei dir wirklich bewusst, was du denkst und was du deinen Kindern vorlebst. Es geht darum, bewusst zu machen, wie man wirklich lebt. Du möchtest gesund sein, du möchtest schlank sein, schönen Körper. Oh, was denke ich denn daran? Ja, es geht darum, dann, wenn es drauf ankommt. Nicht auf Logik, es geht darum, wenn es drauf ankommt. Du kannst dich immer entscheiden, esse ich das Gesunde oder warum ist es? Was würde denn die beste, gesündeste Version deiner selbst denn tun? Und geh mal alle Lebensbereiche durch. Und du wirst einen massiven Gamechanger in deinem Leben haben. Wie du es effektiv, schnellstmöglich in dein Leben umsetzt und mehr Fülle als jemals zuvor in dein Leben ziehst, die innere Fülle verspürst, optimale Gesundheit
und deine gigantische Mission und Vision, was wirklich im Einklang ist mit deinem Herzen, das Leben zu erschaffen, was du leben möchtest. Lade dich herzlich dazu ein, zu einem Kennenlerngespräch, wo wir miteinander sprechen, deine Ziele anschauen, was du wirklich erreichen möchtest, was dich noch davon auffällt, deine Ziele zu erreichen. Und du wirst so eine Transformation erleben als jemand zuvor und in kürzester Zeit. Melde dich bitte nur, wenn du es wirklich ernst meinst. Wirklich ernst meinst. Ich möchte deine Zeit sparen und auch meine. Meine Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, eine optimale Gesundheit auf körperlicher, emotionale, mentale, seelische Ebene, eine optimale Gesundheit, ewig jung, wohl und sexy zu fühlen, absolute Gesundheit und mehr Fülle als jemals zuvor zu erschaffen. Lass uns gemeinsam wachsen, wo wir gemeinsam eine Community der gigantischen Vision voll und ganz leben. Diese tiefe Verbundenheit von voller Liebe, eine Welt, wo im Einklang ist mit in seiner einzigartigen Besonderheit, in ihrer eigenen wahren Power. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich wünsche dir vom ganzen Herzen noch einen grandiosen Tag.